Gut, ich denke, das klärt sich gleich. Wir haben hier Genehmigung. Ja, also ich würde sagen, wir stehen vom größten Paradigmenwechsel seit langer Zeit. Ich weiß nicht, ob jemand von sich den Plan B schon mal angeschaut hat. Ich habe es jetzt gemacht und ich finde, davon profitiert eigentlich jeder, weil erstens die Reichen nicht immer reicher werden und wir quasi eine gerechte Gesellschaftsordnung endlich mal hätten. Und zwar braucht man dafür eine große Vorstellungskraft, weil eine Plan B hat 4 Komponenten und jede einzelne Komponente kann quasi nicht ohne die andere funktionieren. Das wird uns, denke ich, insgesamt zu einer höheren Evolutionsstufe führen und was halt jenseits von Gewinnmaximierung und dem Wachstumswahn ist, den wir im Moment haben. Dazu gehört das fließende Geld. Haben bestimmt viele schon von euch gehört. Weil oft wird ja darüber geredet, dass man die Zinsen abschafft, weil die ja quasi das Hauptübel sind von der Verteilung von fleißig nach reich. Und zwar wird es damit gelingen, dass wir eine gerechte Geldordnung hätten, quasi ohne leistungslose Umverteilung, ohne Wachstumswahn und quasi ohne Krisen und Kriege, die sich dann nicht mehr lohnen würden. Also statt dem Zins kann man dann eine Gebühr erheben. Die fällt halt an, wenn das Geld nicht verliehen wird oder quasi nicht in den Kreislauf kommt. Die Frage ist dann natürlich, wer wird dann noch Geld verleihen? Also der Geld verleiht, bezahlt dann quasi die Gebühren nicht. Und dann ist es halt so, dass man dann das gleiche Geld hat, wie man vorher hat. Dass das Geld dann quasi nicht wertloser wird. Die Erträge sollen dann der Allgemeinheit zufließen, wodurch man alle Steuern abschaffen könnte und ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren könnte. Wovon ja quasi auch jeder profitieren würde. Dann würde die Privatisierung des Geldsystems würde dann natürlich rückgängig gemacht werden. Eine Frage an euch, was heißt denn eigentlich privatisieren? Kommt aus dem Lateinischen. Keiner eine Ahnung? Also privatisieren kommt von berauben aus dem Lateinischen. Das heißt, unser Geldsystem ist beraubt. Das heißt quasi... Genau, ja, genau. Also die stellen quasi das Geld... Ja. Pro-Briefe, genau. Enteignungen, genau. Also dadurch, dass das Geld quasi aus dem Nichts hergestellt wird und Zinsen darauf verlangt werden, das ist natürlich ein Privileg, das dürfte eigentlich niemand bekommen. Das würde halt rückgängig gemacht werden. Ja, wer bringt das Geld dann in Umlauf? Also es gibt dann eine öffentliche Zentralbank, die ganz klar die Interessen des Volkes zu vertreten hat. Und nicht mehr das Interesse des privilegierten privaten Bankensystems. Ist halt die Frage, wer leiht dem Staat noch was? Im Staat wird. Genau, der Staat sind wir. Wir brauchen uns nicht von privaten Bankensystem was zu leihen. Wir können das Geld selbst herstellen und quasi dann werden wir schuldenfrei. Und brauchen keine Zinsen mehr auf Luftgeld oder, wie es auch genannt wird, das Fiat Money mehr zu bezahlen. Hätte jeder mehr davon. Gut, ich habe ja gesagt, mit dem fließenden Geld bezahlt ja jeder Gebühren, der das Geld nicht verleiht. Und damit könnte man ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren. War ja, glaube ich, auch schon die Rede hier auf der Demo. Ist halt, kann man sich auch nicht in dem momentanen System vorstellen. Im Moment haben wir ja Hartz IV. Das kann man jetzt nicht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen vergleichen. Kurz zur Ist-Situation. Im Moment haben wir sehr,
sehr viele Einkommensplätze, würde ich sagen. Also quasi Arbeit, die dann im Endeffekt für die Gesellschaft nichts wert ist. Zum Beispiel gibt es sehr viele destruktive Jobs, zum Beispiel die Pharmaindustrie, die die Menschen immer krank halten muss, wo eigentlich gar kein Interesse daran bestehen kann, dass die Menschen gesund sind. Oder zum Beispiel die Rüstungsindustrie, wo auch viele Arbeitsplätze drin sind. Oder ist es zum Beispiel so, es werden irgendwelche Gesetze geschaffen, damit man mehr Rechtsanwälte braucht. Zum Beispiel, kann es in dem System eigentlich, will das System eigentlich nicht, dass man zum Beispiel weniger Klagen hat. Also wenn man zum Beispiel Streit mit dem Nachbar hat und dann einen Rechtsanwalt quasi beordert, ist quasi für das System halt gut. Oder irgendwelche anderen Klagen. Oder die Finanzindustrie, die quasi nur Bits und Bytes produziert. Ja, so Jobs braucht man eigentlich im Endeffekt nicht. Die bringen für die Gesellschaft eigentlich nichts. Also diese könnten eigentlich alle abgeschafft werden und würden dafür quasi entlohnt werden. Aber im Moment ist es ja so, dass auf allen Wahlplakaten ja immer steht, ja, wir wollen Arbeit schaffen, wir brauchen Wachstum, Arbeit, 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 als wäre Arbeit das, was uns alle größte Glück beschert, wenn man halt den ganzen Tag arbeiten darf. Im Prinzip ist es halt so, dass Arbeitslosigkeit ja quasi ein Erfolg ist und dass man das endlich mal anerkennen muss, weil es gibt immer mehr Maschinen, es gibt immer mehr Automatisierung und die Leute, die halt dann keinen Arbeitsplatz bekommen, weil es halt einfach nicht geht, die müssen dann quasi entlohnt werden. Das wird durch das bedingungslose Grundeinkommen dann funktionieren. Vor allem ist es halt so, dass halt viele Menschen wegen dem Einkommen arbeiten und nicht, weil es ihnen Spaß macht. Die folgen nicht ihrer Berufung. Genau, die folgen nicht ihrer Berufung. Das ist es. Genau so ist es. Es gibt, ich kenne so viele Leute, die am Fließband arbeiten, für wenig Geld. Ja, die quasi nur arbeiten, um über die Runden zu kommen. Und wenn man das Grundeinkommen jetzt einführen würde, würden die Menschen quasi die Existenzängste bräuchte man dann nicht mehr. Also, klar, das ist nicht gewollt, aber es wird funktionieren mit dem Grundeinkommen, dass die Menschen quasi die Ängste verlieren würden. Wenn man das Grundeinkommen hat, 1500 im Monat, dann haben wir ein ganz anderes Bewusstsein, weil die Menschen nicht mehr erpressbar sind. Ja, jetzt ist es so, okay, für 5 Euro werde ich ja die Stunde schaffen oder gehe. Andernfalls heißt es dann, wenn ich für 5 Euro die Stunde gehe, dann leck mich doch. So, und Arbeitslosigkeit, das ganz bewusst gewollt und gefördert. Jede Wirtschaft, und das basiert auf Tausch. Das heißt, hier hat was da wird getauscht gegen die Dickfälle oder was weiß ich was. So, und heute ist es so, der Unternehmer hat Maschine. So, und der Arbeiter kann nur mit dem Tausch, was er hat, nämlich seine Arbeitskraft. Und wahre Arbeitskraft ist die Ware, mit der der Unternehmer tauscht. Wenn aber jetzt was viel von der Ware da ist, fällt der Preis dieser Ware. So, und so, wenn die Arbeitslosigkeit da ist, fällt auch der Preis der wahre Arbeitskraft. Heißt, das ist der Preis, mit dem der Unternehmer den Arbeiter entkaufen kann. Und dann sagt, ja, geh doch, brauch dich nicht. Wenn wir jetzt das bedingungslose Grundeinkommen haben, und dann sage ich, dann erleck mich doch, dann mach ich, was ich will. Ich weiß, die Leute gehen nicht schaffen, oder die meisten Leute bleiben hinterher. Die meisten Leute, die ich hoffe, aus sozialem Prestige oder aus Langeweile oder ja, weil sie halt langweilig sind. Die 1500, die müssen nicht geholgen. Die 1500, das ist nur im Hintergrund. Wenn ich sage, ich will nicht, und wenn ich die 1500 Dollar verlebe, das ist nicht allzu viel,
weil da muss ich Rente, Miete, alles bezahlen. Aber ich kann gesellschaftsnützliche Tätigkeiten machen, wie alte Leute zu Boller abputzen, dann Papier aufpicken, dann alles Mögliche. Wer sagt dann, dass ich nicht 19 Theater gehen kann? Mit das Kritiker auf den Fischer. Wer sagt das? Wer schreibt mir dann vor, dass ich 19:08 aufstehen muss und die Tätigkeit mache, von der ich nichts habe? Von dem Mehrwert, den ich produziere, kriege ich nur nichts. Im Gegenteil, ich schaffe den Mehrwert für den Unternehmer, von dem lebt er. Und der Mehrwert wird erhöht, indem er mich länger schaffen lässt für weniger Geld. Und wenn ich da sage, das geht nicht, dann macht man die Fabrik zu, geht nach Thailand. Genau so ist es. Also, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen hätte, wird quasi die Arbeit aufgewertet werden. Das heißt, wenn die Leute quasi nicht mehr um 7 Uhr aufstehen müssten, für irgendeine Drecksarbeit zu machen, dann müssten die Unternehmer halt mehr bezahlen. Das wollen die nicht. Lieber Gott, die Fabrik zu gehen nach Thailand. Im Moment in dem System wird das halt nicht gewollt. Aber, zum Beispiel, wenn ich sehe, wie viel ein Altenpfleger verdient, wie viel ein Bäcker verdient, der um 4 Uhr aufsteht, ist wirklich eine Sauerei. Und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie gesagt, da wäre halt bei, wenn der Lohn zu niedrig ist, wäre dann quasi die Nachfrage nach Arbeit wäre dann kaum da. Und deswegen müsste der Lohn halt deswegen steigen. Ja, und was ist mit Praktikanten? Die sind absolut unmöglich bezahlt. Also die geben ihre Stunde ihres Lebens, ja. Und die Praktikanten sind ja quasi auch nur Lohnsklaven. Ja. Ist ja quasi die genauso. Die bekommen nicht mal, weißt du, dass die natürlich leben können. Die haben gar nichts. Das ist einfach unmöglich. Ja, mit den Praktikanten habe ich jetzt auch gehört, weil ja der Mindestlohn da eingeführt werden soll, habe ich letztens gelesen, dass der Mindestlohn quasi die ganzen Praktikantenplätze gefährdet. Und ich finde, das kann es ja auch nicht sein. Ja, eben. Also diese Ausbeutung der jungen Menschen, ihre Energie, ihres Wissens, ja, ihre Innovation und so weiter. Ja? Also es gibt ja, ich bin ja auch Studentin. Ja. Es gibt ja auch viele Studenten, die dann nach dem Studium dann auch kaum was bekommen oder wie gesagt mit dem Mindestlohn, das bräuchten wir da auch gar nicht mehr. Aber das sind ja auch alles die Symptome von dem aktuellen System. Ja, ganz wichtig mit den Existenzängsten, also wenn man sich halt wirklich mal vorstellen kann, nur zur Arbeit halt zu gehen, weil es einem Spaß macht. Oder wenn man eine Arbeit macht, die einem keinen Spaß macht, wo aber richtig gut bezahlt wird. Das ist ja auch so ein Ding. Also dass man quasi, wenn man Altenpfleger ist, dann quasi auch richtig viel dafür bekommt, weil man einfach richtig harte Arbeit macht. Und ich denke, wir können mit viel weniger Arbeit uns dadurch auch viel, viel mehr Wohlstand erarbeiten. Wir brauchen die Menschen könnte man freilassen, oder? Genau, die Menschen können wir freilassen. Ja, und die Maschinen. Ja. Weil wir können doch mal von der ganzen Technologie, kann doch mal jeder profitieren. Es ist doch wirklich super, wenn da ein Roboter steht, der den ganzen Tag dasselbe macht und das kein Mensch machen muss. Das ist doch wirklich super. Und das ist Erfolg, denke ich. Und Arbeitslosigkeit ist natürlich auch ein Erfolg. Und da wird der Plan B halt wirklich für alle Menschen was bringen. Ja, jeder kommt zu sich selbst, zu seiner Berufung, zu seiner Gabe. Genau, jeder macht das, was ja, man dadurch auch kann man, wenn der nichts genau machen möchte, kann er auch nichts machen gewisse Zeit. Aber wenn gewisse Zeit kommt, eine Rechnung, könnte ich endlich was machen. Klar, dadurch würden auch viele viel kreativere Ideen auch eingehen. Und genau. Das wäre für die Wirtschaft sowieso viel besser, wenn man auch mal andere Meinungen dann zugelassen werden. Und der soziale Sprengsatz ist weg.
Gut, ich will mich jetzt nicht zu lange mit dem Grundeinkommen jetzt noch mit euch austauschen. Genau. Genau. Gut, wir können es gerne noch danach austauschen. Ich würde aber noch gerne auf die freie Presse zu sprechen kommen. Zwar habe ich da ein gutes Zitat rausgesucht, das ist von dem John Swinton. Und zwar war der Chefredakteur bei der New York Times. Das hat er im Jahr 1880 bei seiner Verabschiedung gesagt. Er hat gesagt, bis zum heutigen Tag gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung, bei der ich angestellt bin, herauszuhalten. Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen würde, wäre ich meine Beschäftigung innerhalb von 24 Stunden los. Es ist das Geschäft der Journalisten, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammons zu lecken und das Land zu verkaufen für ihr täglich Brot. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene. Wir sind die Hampelmänner, sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Unsere Talente, unsere Möglichkeiten und unser Leben sind das Eigentum anderer Männer. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Das sagt ja eigentlich schon alles über die Pressefreiheit. Ja, im Prinzip ist die Pressefreiheit schon garantiert, aber es bringt halt nichts, wenn das Kapital über den Medien steht. Haben die Pressefreiheit gehabt? Der Kinderkonzern hat es immer noch. Das stimmt. Okay, also ich finde es ganz fatal, wenn die Meinungshoheit quasi bei denen liegt, die quasi von dem System halt am meisten profitieren. Ist ja klar, dass die dann dem Volk ein falsches Bild geben wollen. Zum Beispiel, indem man sagt, Deutschland wird vom Euro profitieren, was ja nicht so ist. Oder dass Deutschland Exportweltmeister ist, verkauft man uns auch als Erfolg. Deutschland Exportweltmeister, also wir schaffen quasi viele Waren halt raus, die viele Menschen, viele Leiharbeiter auch mit wenig Geld produziert haben und daran gearbeitet haben, um dafür halt wertlose Dollars halt zu bekommen. Und im Prinzip ist das halt ein riesen Minusgeschäft, wenn man so einen Exportüberschuss hat. Wenn man jetzt natürlich einen Goldstandard hätte, wird halt viel mehr Geld ins Land reinkommen, aber mit dem Bretton Woods-System geht das halt nicht. Oder wenn die Frau Merkel sagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, das suggeriert ja auch ein falsches Bild. Also wir haben nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Es liegt im Wesentlichen an dem Geldsystem. Also insgesamt sind die unabhängigen Medien unverzichtbar für eine Demokratie. Ist meiner Meinung nach noch wichtiger als die Gewaltenteilung im Staat. Also deswegen müssen die Medien und das Kapital getrennt werden. Dann die letzte Komponente ist das soziale Bodenrecht. Also, dass quasi jeder, der ein Grundstück halt hat, eine Grundsteuer bezahlt, weil ja quasi der ganze Boden verschuldet ist. Also wenn man ein Grundstück kauft, macht man das durch Schulden und dadurch bekommen die Geldverleiher quasi noch mehr Geld. Und es gibt auch viele Unternehmen, die sich dann, weil sie halt diese Gewinner von dem System sind, die sich dann immer mehr Grundstücke kaufen und quasi diese Preise von den Grundstücken auch hochtreiben. Das heißt, quasi weil der Euro ja ein wertloses Stück Papier ist,
und er irgendwann das System halt zusammenkracht, gehen die halt massiv halt in Immobilien oder in Gold. Und die Flucht in Immobilien will man dadurch halt verhindern. Was halt der Sinn von dem sozialen Bodenrecht ist, dass die Erträge aus dem Bodenrecht dann quasi an alle Menschen halt verteilt werden. Das heißt, jemand, der halt kein Grundstück hat, dass der quasi die Erträge aus dem sozialen Bodenrecht halt bekommt. Aber wir wollen halt, der Plan B sieht halt nicht vor, dass es irgendwelche Zwangsenteignungen gibt, die es schon oft gab, und es wird halt niemandem etwas abgenommen. Also profitiert eigentlich auch wieder jeder davon. Außer jetzt halt irgendwelche Bodenspekulanten, wie gesagt, die das ihr Kapital da anlegen und die Preise hochtreiben, die müssen halt darauf verzichten, aber diese ganzen Großkonzerne sind ja quasi keine Personen, das sind halt juristische Personen, Aktiengesellschaften. Und ich denke, die können auch ruhig darauf verzichten und da hätte die Bevölkerung halt viel mehr davon. Ob die das freiwillig machen? Macht das freiwillig nicht, die verzichtet freiwillig auf irgendeine Skandale. Ja gut, was heißt freiwillig? Wir haben ja gesagt, mit dem System bekommen wir irgendwann Zustände wie in Sao Paulo, wenn es so weitergeht. Und wie gesagt, da hat ja auch keiner was davon. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, jetzt Milliardär zu sein und ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen würde. Ich bin halt dafür, dass halt die Vermögen viel gleichmäßiger verteilt werden. Und das würde mit dem Plan B halt auf jeden Fall funktionieren. Das geht dann mit der Vermögensabgabe schon. Das geht nach Rentnerrat. Die müssen das Vermögen abgeben, das ist doch schuldenfrei, glaubt ihr ja. Ja klar, mit der Vermögensabgabe, das wird auch funktionieren, aber da hätten wir quasi nur die Symptome halt bekämpft. Und die... Ich will echt was, die Kirche schuldenfrei ist. Die machen das deswegen nicht, weil wir schuldenfrei sind. Sie sagen, wir werden dann mehr Geld geben, wir haben es aber nicht. Gut, die Schuldenfreiheit können wir durch das fließende Geldsystem können wir quasi erreichen. Wir haben ja Kostanek, das ist einer der führenden Linke in der BRD. Immer noch. Und der hat gesagt, es ist nicht zu wenig Geld, sondern es ist halt verdellt. 230% der BRD reichen von 80% des BRD-Vermögens. Naja, zur Verteilung habe ich ja schon was gesagt, aber wenn man jetzt quasi diese Vermögensabgabe machen wird, dann wird das in 2 Jahren wird das genau nochmal so laufen, bräuchte man nochmal so eine Abgabe. Wenn das schuldenfrei sind und dann echt auf die Bremstrede, das heißt, das, was bewegt Schulden mache, was die Schulden verursacht, damit muss das beschlüssen. Das heißt, raus auf Afghanistan erst einmal, gut, man, aus Griechenland, im Prinzip, Geld und Luxe. Genau. Also im Prinzip hast du schon recht, man möchte halt das ganze Schuldgeldsystem halt abschaffen. Ja, sicher. Das halt, im Moment ist ja so, das Guthaben, das der eine hat, sind ja quasi die Schulden von dem anderen. Und deswegen wachsen ja beide exponentiell und das kann ja auf Dauer nie funktionieren. Gut, wenn die Guthaben exponentiell wachsen, ist halt die Geldmenge größer. Das wäre nicht nur das Problem, wenn es gleichmäßig verteilt wäre. Aber wenn die Schulden halt wachsen, das Problem, was wir wirklich haben, ist, System oder Grundlage für eine soziale Marktwirtschaft ist, starke Schulere tragen mehr, schwache Schulere tragen weniger. Jetzt ist es so, die starke Schulere verpissen sich und die schwache Schulere tragen alles. Kannst du mal fertig schwätzen? Also, ich halte dir uns Wort, wenn du hörst, das ist eine Frechung, das bringt nichts. Wenn du was sagen willst, ich hatte da das Mikro und schwätze, aber so immer. Mach bitte weiter. Gut, also quasi Plan B, diese 4 Komponenten. Das wird auf jeden Fall funktionieren und also wenn das heutige System halt zusammenbricht, was zwangsläufig irgendwann der Fall sein wird, weil immer mehr Leute auch unterdrückt werden müssen, müssen wir die Chance halt nutzen und versuchen, dass man das halt implementiert halt bekomme. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu Plan B?
Ja, ist halt relativ viel Stoff auf einmal. Also ich kann euch nur empfehlen, vielleicht mal auf die Seite wissensmanufaktur.net zu gehen. Wir sind auch in Facebook, haben auch viele YouTube-Downloads und ja, das Wissen wirklich mal auch an andere weitergeben, an Freunde, Facebook, dass man das Video mal teilt, weil mit dem System wird wirklich Wandel für gerechte Gesellschaft funktionieren, ohne Krieg, wo jeder besser durchstehen wird. Okay, danke euch.